Hallöchen, ich bin Marisa und ich stelle euch heute die Single Mom Challenge vor. Vom Ehemann und Vater ihrer Kinder betrogen, beginnt eine tapfere junge Frau einen Neuanfang. Sie schmeißt ihren Ehemann aus dem Haus und will künftig alleine für ihre beiden Kinder sorgen. Gar nicht so einfach, wenn man wie sie arbeitslos ist und es bald noch ein weiteres hungriges Mäulchen geben wird. Wie das Ganze laufen soll und welche Rolle dabei ihre Kinder spielen, ich zeige es euch. Die Vorbereitungen. Er stellt als erstes die vierköpfige Familie. Zunächst den Ehemann und Vater der Kinder, welcher aber im weiteren Spielverlauf keine Rolle mehr spielen wird. Er ist nur wichtig für den Anfang. Aus diesem Grund sind die Merkmale und das Bestreben egal. Wichtiger ist hier die Mutter. Sie soll eine junge Erwachsene sein, mit dem Bestreben Meisterköchin und den Merkmalen düster, ordentlich und liebt die Natur. Dazu dann noch zwei Kinder, wovon eines das Bestreben kreatives Wunderkind und das Merkmal kreativ hat, und das andere das Bestreben kleiner Frechdachs und das Merkmal Spinnerin. Das Geschlecht ist hier eigentlich auch nicht wichtig. Nur ich fand dieses Szenario mit zwei Töchtern ganz niedlich. Nun lasst ihr die noch vierköpfige Familie in eine richtig miese Bruchbude mit den Merkmalen heimisch, tolle Akustik und gesellig ziehen und erledigt noch folgende Dinge. Das Noch-Ehepaar soll ein Baby zeugen. Anders kann man ja leider nicht mit einem schwangeren Sim starten. Prüft, ob euer Sim schwanger geworden ist. Wenn nein, versucht es weiter. Sobald die Sim-Frau aber schwanger ist, lässt sie sich von dem Mann scheiden. Zuletzt lasst ihr den Mann aus dem Haushalt ausziehen und setzt das Haushaltsvermögen mit dem Sheet aus der Videobeschreibung auf 0 oder gebt das Geld dem Mann beim Auszug einfach mit. Und jetzt kann es auch losgehen. So wird gespielt. Die Familie, bestehend aus der Mutter und ihren beiden Kindern, ist nun auf sich allein gestellt und wird fortan in ärmlichen Verhältnissen leben. Die Mutter ist schwanger und kann wegen der Kinder nicht arbeiten. Sie wird erst einen regulären Job annehmen können, sobald das jüngste Kind zum Teenager geworden ist. Da sie ja gerade schwanger ist, wird das also noch ein ganzes Weilchen dauern. So lange muss sich die Familie anders über Wasser halten. Mit dem Verkauf diverser Sammelobjekte wie Kristallen, Fröschen oder auch Fischen und Ernteprodukten will sich die Mutter eine neue Existenz aufbauen. Eine etwas mühselige Aufgabe. Aber zum Glück ist sie nicht ganz alleine, denn ihre beiden Kinder helfen ihr so gut sie nur können. Bis das neue Baby geboren ist, darf sich die Mutter nicht an der Suche nach Sammelobjekten beteiligen und auch Gartenarbeit und Angeln ist für sie tabu. Erst wenn das Baby zu einem Kleinkind herangewachsen ist, darf sie sich ihrer neuen Aufgabe widmen. Eines der Kinder muss in dieser Zeit aber immer bei dem Kleinkind bleiben, um nach dem Rechten zu sehen. Sofern ihr eines der Add-ons Großstadtleben oder Nachhaltig Leben habt oder das Gameplay-Pack Dschungelabenteuer, findet ihr im Kaufmodus bei den Aktivitäten und Fähigkeiten einen Verkaufstisch. Über diesen könnt ihr alle möglichen Objekte auslegen und dann an andere Sims verkaufen. Ihr nehmt den Tisch sowie die Sachen, die ihr verkaufen wollt, einfach in das Inventar eures Sims und besucht mit diesem ein Gemeinschaftsgrundstück. Ihr platziert den Tisch und packt in das Inventar die Verkaufsobjekte. Nun klickt ihr auf den Tisch und wählt Ausstellen. Der Sim platziert die Objekte auf dem Tisch und hat jetzt die Option Stand bedienen. Um Verkaufsgespräche mit Sims führen zu können, müsst ihr am Tisch die Option Gartenverkauf beginnen wählen. Ihr könnt den Tisch auch im Garten platzieren und habt dann, wenn euer Sim die Ware ausgestellt hat, die Option Gartenverkauf beginnen. So könnt ihr auch zu Hause euren Verkaufsstand betreiben. Man könnte natürlich die Objekte auch einfach über das Inventar verkaufen und das würde sicher auch schneller gehen. Aber wenn man seine Ware auf dem Tisch liegen sieht und dann noch um den Stand schöne passende Dekoobjekte platziert, dann ist das schon eine echt nette Sache. Wenn die Mutter mal nicht am Verkaufsstand arbeitet oder sich um ihre Kinder kümmert, bemüht sie sich, die Kochfähigkeit auszubauen. Denn ihr Traum ist es, einmal Promi-Köchin zu werden, also Stufe 10 der Gastronomie-Karriere zu erreichen und eine professionelle Küche ihr eigen zu nennen. Diesem Traum wird sie aktiv hinterherjagen, sobald das jüngste Kind ein Teenager geworden ist. Bis dahin kann sie ihre Familie kulinarisch verwöhnen. Allgemein ist es das Ziel der Familie, so viel Geld zu erwirtschaften, dass sie ihr Haus komplett renovieren und einen schönen Garten gestalten können. Zwei der Kinder sollen die Familie verlassen, sobald sie erwachsen geworden sind und eigene Haushalte gründen. Das andere Kind soll gemeinsam mit der Mutter weitergespielt werden und mit einem Partner eine Familie gründen. Die Mutter muss bei der Familie bleiben, bis sie gestorben ist. Die Challenge gilt als erfolgreich abgeschlossen, sobald die Mutter Stufe 10 der Gastronomiekarriere erreicht hat. Sie gilt als gescheitert, wenn sie stirbt, noch bevor sie sich ihren Traum erfüllt. Die Zusammenfassung aller Regeln findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Marisa.